Flink, jung und dynamisch. Lange hat es kein Radrennen mehr im Sportforum Hohenschönhausen gegeben. Nun ist es endlich wieder soweit. Junge Radprofis beweisen sich beim Nachwuchspreis vom SC Berlin und zeigen, was in ihnen steckt. Wir haben gesagt, es gibt so wenig Rennen, gerade für unsere Jüngsten, die keine Lizenz haben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen einfach irgendwas machen, um dem Radsport, gerade dem Nachwuchs, irgendwas zu bieten. Für einige Radsportlerinnen und Radsportler ist es der erste Wettkampf überhaupt. Für die Anfänger der U9, U11 und U13 steht daher jeweils ein Rundstreckenrennen ohne Zwischenwertungen auf dem Plan. Ich fand auch sehr cool, bin zweiter Platz geworden und Felix hat sehr stark gekämpft. Ich hab aber gar nicht gemerkt, dass er hinter mir war und ich habe auch einfach alles gegeben. So schwindet die erste Aufregung recht schnell. Außerdem sind viele bereits mit der Strecke vertraut und kennen die Umgebung. Für mich war es eigentlich ganz normal, halt nur, dass wir halt ein richtiges Rennen gefahren sind und nicht nur Training gemacht haben. Sportlerinnen und Sportler, die bereits eine Rennlizenz besitzen, fahren in einem Omnium mit 3 Disziplinen um den Nachwuchspreis des SC Berlin. Rundstreckenrennen, dänisches Ausscheidungsrennen und Kriterium. Auch hier erweist sich der Heimvorteil als nützlich, gerade wenn die Strecke etwas nasser wird. Doch alle Radsportlerinnen und Radsportler meistern die erschwerten Bedingungen mit Bravour. So jung und schon so professionell. Ja, also ich habe mich halt sehr gut gefühlt und ich hatte gute Beine und so hat sich das dann einfach ergeben und ich konnte in jedem Sprint eigentlich fast alle übersprinten. Und insbesondere die Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer des SC Berlin zeigen an diesem Radsporttag ihr Können. Nicht nur, dass der Verein die meisten TeilnehmerInnen stellt, auch in vielen Wettkampfkategorien ist der Verein erfolgreich. Als Trainer ist es natürlich total toll, die eigenen Kinder irgendwo oben zu sehen, dass sie einfach Spaß an der Sache haben. Und mit dem Spaß kommt dann manchmal auch eine gute Platzierung bei raus. Eine gelungene Premiere des Nachwuchspreises vom SC Berlin. Ein voller Erfolg und eine gute Möglichkeit für die Radstars von morgen, sich einmal unter Beweis zu stellen.